So, da sind wir wieder. Und ich husch mal ganz, uah. Ich husch mal ganz kurz nach oben, wollte ich sagen. Um unser Zeug hier abzuladen. Sehr schön, unsere Rumpelkammer war also direkt am Anfang von Ebene 6. So, wir haben, hier waren leere Kisten, glaube ich, und da war eine Kiste mit Nahrung. Hier waren Steine und ein Halsband. Ja, und hier sind Rüstungen. Was haben wir da? Ein Kettenhemd. Gut. Also, meine Magier ziehen jetzt alles aus, was schwerer ist als Leder. Auch wenn sie wahrscheinlich eine ganze Weile nackig da rumlaufen werden. Ja, ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass hier mehr rumliegen würde. Also vor allem was Rüstung angeht. Das ist schon komisch. Aber gut. Das kann dann auch hier bleiben. Das auch, das auch. So, die Wurfdingstens lasse ich da drin, weil das nimmt nicht wirklich Platz weg und die wiegen auch nicht viel. Und die können wir dann benutzen, um durch irgendwelche Türen durchzuwerfen. So, das kann auch alles schön bei einem Charakter immer bleiben. Also er hat die Ninja-Sterne, er hat die Wurf. Was ist das eigentlich? Wurf-Dart. Was ist hier? Tu den Stein zurück. Ja, das brauchen wir auch nicht mehr. Das war bei dem grünen Edelstein, stand das da dabei. Vielleicht sollten wir den Stein wirklich mal zurücktun und gucken, was passiert. So, er ist jetzt Nakidai und er hat nur ein paar Elfenschuhe an. Ja, ist schon eine komische Heldentruppe. Aber gut. Dann noch zwei Spiegel, die ganzen Pfeile. Die Pfeile brauchen wir eigentlich auch nicht, aber die Pfeile wiegen auch fast nichts, also ist okay so. Die Truhe ist leer. Leere Truhen können schon mal dahin. Die Truhe ist nicht wirklich voll mit Nahrung, aber wenigstens ein bisschen was. Und die ist voll mit Würfeln. Die Würfel werden wir auf jeden Fall unten bei den Dämonen gebrauchen können. So, die ganzen Wurfbomben sortieren wir auch mal. So, der Ring ist einfach nur Unterstützung. Der kann ja Schaden verursachen, richtig? Blitzstrahl. Der ist also praktisch. Die Stäbe sind eigentlich dafür, dass er mehr Mana bekommt. Das heißt, im Normalfall sollte er so rumlaufen und wenn wir Gegner haben, die wirklich richtig zäh sind, dann kann er den Ring rausholen. So, die Spiegel sind eigentlich nur Questgegenstände. Genau wie die Schlüssel. Aber wir haben echt zu viele Questgegenstände. So, er hat auch zwei Stäbe für Mana. Die Armbrust kann hier bleiben. Machen wir hier mal die Waffen. So, Armbrust bleibt da. Ja, die ganzen Questsachen können wir nicht wirklich ablegen. Wir wissen nicht, wann wir sie brauchen. Die Hasenpfoten brauchen wir nicht wirklich, aber ich denke immer noch, dass es irgendein Secret ist. Was haben wir mit den Schriftrollen hier? Licht und Dunkelheit. Ja, in den Kommentaren stand, das ist einfach eine andere Art von Licht, die wohl länger hält als das normale. Aber wir haben hier eh das Paladin-Halsband, also brauchen wir weder Licht noch Dunkelheit. Wir können einfach das Ding ab und annehmen. Also ablegen und anlegen. Also ja, die Schriftrolle kann auch hier bleiben. So, was haben wir hier? Das waren die Tränke. Ja, die Schriftrolle sollte ich mitnehmen. Und wir haben noch zwei Halsketten, die irgendwas machen. Ein Kreuz, was irgendwie suggeriert, dass es Heilung unterstützt. Und ein Gem of Ages. Also ein Juwel der Zeiten. Was das beeinflussen könnte, habe ich keine Ahnung. Dann haben wir das Horn. Das könnte ganz praktisch sein, weil wir sollen ja irgendwas einsperren. Das Plasma brauchen wir nicht wirklich, das brauchen wir. Und das Schwert ist einfach nur praktisch, um mal ein paar Feuerbälle zu schmeißen. Also ja, er ist aussortiert. Und er auch. Okay. Ich habe mir irgendwie mehr davon erhofft, dass wir hier hochgehen und ein bisschen aussortieren. Aber gut, Flaschen werde ich auf keinen Fall wegsortieren. Die Trinkflaschen auch nicht. Die eine Fackel will ich immer noch haben für ein Secret. Und hier ist das gleiche Spiel. Das ist ein Questgegenstand, den wir brauchen. Das Zauberbuch brauchen wir auch auf jeden Fall. Was haben wir hier? Eine Kiste mit Essen. Die kann einer der Magier jetzt mal nehmen. Die haben ja kaum noch Gewicht. Der Zauberstab. Macht der jetzt inzwischen irgendwas ganz Tolles? Ja, ein Zauberschild. Der ist wirklich schon praktisch. Okay, kann aber zu den Magiern. So.
Die Münzen behalten wir auch. Was steht hier drauf? Blitz. Blitzstrahl kann weg. Den können wir inzwischen. Hier sind wieder Questgegenstände. Ja, jetzt sind wir soweit aussortiert. Was jetzt nicht besonders viel war, aber wenigstens sind die Magier jetzt nicht mehr so belastet. Was machen wir mit ihm? Er ist überladen, also kriegt das Trinken jetzt mal ein anderer Charakter und dafür kriegt er die Gems. Die Gems wiegen fast nichts. Ist jetzt zwar nicht wirklich viel, was da umgetauscht wird, aber wenigstens ein bisschen was. Was wiegt noch viel? Die Fackel wiegt 1,1, kann auch zu ihm. Er hat einfach nicht genug Stärke, wird es wahrscheinlich sein. 50. Wie viel hast du? 47. Okay, die ganzen Wurfsachen kommen doch wieder zu den Magiern. Oder auch nicht. Das Wasser, wie viel wiegt das? 0,3, das ist fast gar nichts. Ja, der Plattenpanzer ist das Problem. Aber ich werde ihn jetzt nicht cursed. Oh. Stand das schon vorher auch drunter? Cursed. Cursed ist verflucht. Okay. Also verflucht. 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 Oh, weia. Das ist nicht verflucht, das ist schon mal gut. So, was haben wir hier? Verflucht. Wir hatten auch normale Rüstung, die wir gefunden haben. Also ich nehme an, die ganzen verfluchten Sachen sind alles von den Rittern. Aber wir haben ja auch ein paar Sachen gefunden gehabt, einfach so, nicht von den Rittern, wie die Beine hier und die Schuhe von ihm. Aber gut, dann müssen wir hier uns wieder bedienen. Mithril-Kettendingens. Jupp. Und das Ding und was ist mit dir? Ihr seid auch nicht verflucht, richtig? Richtig. Ich bin es gar nicht mehr gewöhnt, nachzugucken, was die Gegenstände wirklich bedeuten oder was da drunter steht, weil es sind halt keine Stats da. Da steht jetzt nicht plus 5 AC oder so bei. Deswegen habe ich nicht wirklich auf das Verflucht geachtet. Was wahrscheinlich ein Fehler war. So, was haben wir? Das ist der gleiche Helm. Was fehlt dir noch? Dir fehlt noch Hose und Brust. Hose. Und Brust. Haben wir noch eine bessere Brust? Ich glaube, wir hatten noch so eine weiße Kette. Nee, nee. Nö. Gut, aber wir sind nicht mehr überladen. Bei weitem nicht. Denn die hier wiegt nur 5,2 und der Brustpanzer waren irgendwie 12 Kilo. Das macht schon gut was aus. So, also nicht mehr überladen, keine verfluchte Rüstung an, was auch immer das verflucht bedeutet. Also wir haben jetzt nicht irgendwie wirklich schlechter gekämpft. Vielleicht hat es uns irgendwie extra belastet. Egal, so oder so. Wir haben ein bisschen aussortiert. Keiner ist mehr überladen. Schön, schön. Können wir jetzt runter. Hier weiter lang. Und jetzt den nächsten Rarschlüssel benutzen. Und mal gucken, was dahinter ist. Mit etwas Glück schon der Feuerstab selbst. Dann müssten wir nur noch den Edelstein finden. Bist du auch verflucht? Nö. Aber wir brauchen keine Platten mehr. Keine Füße mehr. Wo führst du hin? Zu dem Schwert, wo wir nicht rankommen. Okay. Ich verfolge mal die Wand hier. Oh. Was bist denn du? Du bist ein Gegner, der aus Stein ist. Da probieren wir doch mal Blitz. Du auch. Ihr macht mal Feuerbälle, einfach nur so zum Spaß. Und gucken wir mal. Bist du aggressiv? Also wir hatten bisher noch keine Quest-NPCs gefunden, aber. Au, definitiv aggressiv. Schauen wir erstmal, ob Feuerbälle irgendwie Schaden machen. Auch wenn wir nicht wirklich sehen, ob sie Schaden machen. Blitz. 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 Also entweder hat er einfach nur sehr viele Lebenspunkte oder er ist immun gegen Zaubersprüche. Was das Ganze ziemlich schmerzhaft machen könnte, aber auch Erfahrungspunkte reich. Oh, er kriegt keinen Schaden. Oh, Tür. Er kriegt doch Schaden. Außerdem kriegt er jetzt durchgehend Schaden, weil er in der Tür steht.
Deswegen macht das auch immer dieses Geräusch. Und wir sollten mehr Heiltränke trinken. Wir sollten viel mehr Heiltränke trinken. Also normalerweise wäre jeder andere Gegner jetzt tot, allein schon durch den Schaden durch die Tür. So habe ich früher diese kleinen Steinhaufen umgebracht, die wir am Anfang hatten. Nicht gut. Gar nicht gut. Ja, komm, bring uns um. Auch wenn das ewig dauern wird. Und wir können wieder nicht zaubern. Ach so, weil das Zauberbuch bei Zed war. Ja, das wird sein. Das heißt, er muss uns jetzt ganz langsam umbringen. Oder wir schmeißen einfach irgendwie einen Feuerball gegen die Wand. Wo ist das Schwert? Da ist das Schwert. Na komm. Wir wollen uns schneller umbringen. Lalala. Er denkt sich auch, was zur Hölle machen die da? Also. Goodie, das hätten wir auch geklärt. Ja, wir wollten jetzt nicht bei dem Auge sterben. Nochmal aussortieren. Also gut, die Platten müssen weg. Die Platte muss auch weg. Das kann angezogen werden. Die müssen das hier trinken. Die Hose kann er haben. Dafür kann die Platte weg. Platte weg. Platte weg. Achso, die war noch okay. Die kann er anziehen, die kann er anziehen. Das kriegt er. Und er kann weiter aussortieren. Zack. Zack. Also ja, den Steintypen sollten wir erstmal da lassen, wo er ist. Vielleicht brauchen wir hier irgendeine besondere Waffe, um ihn umzubringen. Das werden wir dann später sehen. Und wir haben ja immer noch einen anderen Weg, den wir erforschen können, nämlich den Ratschlüssel benutzen. So, aussortieren. Hier war irgendeine Kiste leer. Die war leer. Sonst konnten wir bei ihm nicht wirklich was aussortieren. Er ist nicht mehr überladen. Den Edelstein zurücktun. Ja, machen wir vielleicht irgendwann mal. Du bist noch überladen. Das warst du vorhin nicht. Achso, ja, du hast die Kiste abgegeben an einen Magier. So. Das müsste jetzt ungefähr der Zustand sein, wie wir vorher hatten. Also ich glaube, ich habe jetzt ein paar Schriftrollen nicht aussortiert, aber das soll jetzt nicht ganz so wichtig sein. Schlafen wir kurz. Gehen dann wieder runter und ignorieren den großen, schwarzen, steinernen Golem mit der bösen, bösen Keule. Aber er wird wahrscheinlich das Schwert bewachen. Also es kommt von der Richtung ja ungefähr hin. Aber ein One-Hit auf Z war dann doch schon recht irritierend. Können wir versuchen, bevor wir den Endgegner angehen, da nochmal hinzugehen. Auch wenn ich es wahrscheinlich wieder vergessen habe. So, wo ist der Ratschlüssel? Da ist der Ratschlüssel. Hoffentlich kommt er jetzt nicht auf so ein Steinding. Jetzt kommt ein ganz langer Korridor. Okay. Und eine Abzweigung. Gehen wir erstmal links rum. Oh, ist irgendjemand noch verletzt? Nee, und ist auch niemand über... Ah doch, er ist überladen. Okay. Wieso ist er auf einmal überladen? Wie viel wiegen die Fullbomben? Fast gar nichts. Der Stab? 2,6 Kilo. Die Tränke könnten noch ein bisschen was wiegen, aber nicht so wirklich viel. Haben wir irgendwas nicht aus... Ah, er hat seine Rüstung gar nicht ausgezogen. Gut, die schmeißen wir einfach hier auf den Boden. So.
Striptease im Dungeon. Aber irgendwie ist dieser Bereich ganz schön komisch. Einfach nur ganz, ganz lange Gänge ohne irgendetwas. Huh. Ich gehe wieder links rum. Und ich höre Schritte. Schritte ist nicht gut. Das könnte so ein Golem sein. Ah, Mist, es ist so ein Golem. Und fast wieder ein One-Hit. So, vielleicht bei dem mal so ein Plasma benutzen. Totenkopf. Wie war der Spruch? Schallwellen X. Schallwellen Schneeflocke. So. Du kommst doch da gar nicht raus. Also es macht ein Tockgeräusch, aber man sieht keine Schadensanzeige. Das sieht man aber nie bei geworfenen Sachen. Master Key. Der bewegt sich anscheinend echt nicht da weg. Und der passt. Das ist doch sehr schön. Den ignorieren wir jetzt einfach mal. Der Feuerstab. Sehr, sehr schön. Was kannst du? Brandish und Feuerschild. Ich dachte, der kann irgendwie einsperren und transmorphieren oder so, stand auf der Schriftrolle. Perry. Hm. Na ja, komisch. Und das war also doch kein Schwert, das wir gesehen haben, sondern dieses Ding. Ah! Da ist wieder der Eisen, der Steingolem. Und jetzt gehe ich auf der anderen Seite lang. Ich denke mal, wir werden dann einfach wieder zu der einen Kreuzung kommen. Genau. Es ist vollkommen egal, welche Richtung wir gehen. Wir kommen immer zum Feuerstab. Und zu dem Steingolem da. Also laufen wir ja wieder raus. Mit dem Feuerstab in der Hand. Das heißt, wir brauchen jetzt noch diesen Edelstein. Der irgendwo eingeschlossen ist, wo wir mit dem Plasma rausschneiden müssen. Außerdem haben wir auch noch das Magnifying Glass. Also die Lupe. Die wir irgendwo weiter unten benutzen könnten. Vielleicht kommen wir dann in den Bereich, wo der Stein sich aufhält. So, hier waren die ganzen Schriftrollen. Ja. Hier war dieses komische Rätsel. Wenn es denn wirklich ein Rätsel war. Und hier war sonst nichts mehr. Außer der Spruch und die Leseecke. Und wir haben hier noch bei den türkisen Türen noch einen von diesen Steingolems. Das werde ich auf jeden Fall vergessen, also sollten wir das echt machen. Na gut, gehen wir nochmal hier hin. Ups, das war die falsche Abzweigung. Wo war der Steingolem, den wir zuerst hatten, der Zed umgebracht hat? Da war plötzlich einfach eine Tür mit dem Schalter. Nein, nicht hier. Hier sind die türkisen Türen. Hier ist ein Blick auf den Feuerstab, den wir inzwischen schon haben. Mehr türkise Türen, mehr türkise Türen. Da war der Raum mit den ganzen Items. Hier war der Weg zum Feuerstab. Hier ist er. Guti. Speichern wir hier mal ab. Und nächste Folge versuchen wir den Typen umzubringen. Oder einfach dabei zu sterben. So, also wir sehen uns gleich wieder. Bis dann.